Washington und Moskau haben am Mittwoch den Gipfel zwischen Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow offiziell bestätigt. Das Treffen wird am 19. und 20. November in Genf stattfinden. Davor reist Gorbatschow im Oktober nach Paris, um mit Präsident Mitterrand zu konferieren. Die beiden Außenminister Schulz und Shevardnadze treffen bereits Ende Juli in Helsinki zusammen. Israel hat am Dienstag 300 überwiegend schiitische Libanesen aus dem Gefängnis von Atlit entlassen. Die Freilassung erfolgte unter Aufsicht des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. Die übrigen 435 Gefangenen sollen in den nächsten Tagen freikommen. Jerusalem hat neuerlich jeden Zusammenhang mit der Beiruter Geiselaffäre dementiert. Die USA haben beschlossen, den Flughafen von Beirut zu boykottieren. Der libanesischen Fluggesellschaft Middle East Airlines, MEA, wurden die Landerechte in den USA entzogen. Washington verlangt überdies die Auslieferung jener Terroristen, die die TWA-Maschine entführten. Großbritannien hat sich dem Boykott gegen den Flughafen von Beirut angeschlossen. Premierministerin Thatcher und US-Vizepräsident Bush bezeichneten dies in einer gemeinsamen Erklärung als ersten Schritt zur Bekämpfung des Luftpiratenterrorismus. Thatcher kündigte an, dass die 7 wichtigsten westlichen Industrieländer nächste Woche in Bonn über Antiterrormaßnahmen beraten wollen. Gegen den niederösterreichischen Landesrat Ernest Brezowski wird im Zusammenhang mit seinem Hainburg-Bescheid kein Strafverfahren eingeleitet. Staatsanwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft Wien sehen sich einig, dass weder in objektiver noch in subjektiver Hinsicht der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt. Der Anwalt des Konrad-Lorenz-Volksbegehrens, Meyerhofer, sagte, damit sei die Prüfung des Bescheids durch unabhängige Richter verhindert worden. Brezowski wies dies zurück und verlangte öffentliche Entschuldigungen von jenen, die Vorwürfe gegen ihn erhoben haben. Die Bundesregierung hat am Mittwoch bei einem Gespräch mit Bauernvertretern Kompromissbereitschaft für die laufenden Getreideverhandlungen signalisiert. Für Bergbauern dürfte es nun doch gestützte Futtergetreideaktionen geben. Am Donnerstag werden Experten über die Finanzierung des Getreideüberschusses verhandeln. Der von der ÖVP nominierte Präsidentschaftskandidat Kurt Waldheim vertrat am Mittwoch die Ansicht, Kurt Steirer habe als Minister einen Bonus, der etwaige Kritik an seiner Amtsführung bei weitem aufwiege. In der Frage der Lenkwaffen vertrat er die ÖVP-Linie. Österreich werde nicht umhin können, mit den Signatarmächten zu verhandeln. Die SPÖ kritisierte den ÖVP-Vorstoß zur Anschaffung von Lenkwaffen für das Heer. Der stellvertretende Vorsitzende der SPÖ, Fischer, meinte, die Forderung Mock sei unklug und unüberlegt. Die Verehrung für das Anderle von Rinn machte am Mittwoch in der Tiroler Gemeinde einen Gendarmerie-Einsatz notwendig. Etwa 100 Dorfbewohner hatten sich vor der Kirche versammelt, um Arbeiter daran zu hindern, die Gebeine vom Hauptaltar in einen Seitentrakt zu verlegen. Die Gendarmerie schritt ein. Die Metallurne wurde schließlich in der neuen Grabstätte in der Kirchenwand eingemauert. Das Wetter? Am Donnerstag in ganz Österreich sonnig und warm. Tageshöchsttemperaturen meist um 25 Grad, im Westen bis 30 Grad. Mit der nun folgenden Programmübersicht beenden wir unsere Sendefolge. Gute Nacht.